Yo, Leute, herzlich willkommen zurück zu Dying Light 2. So, ich habe mich jetzt mal darüber kundig gemacht, wie viele Buchclub und wie viele Kurierquests es insgesamt in dem Spiel gibt. Tatsächlich gibt es insgesamt von beiden Quests jeweils 10 Stück. Mit anderen Worten, wir sind eigentlich bei beiden Missionsreihen schon ziemlich gut am Ende. Bei den Kurierquests sind wir ja schon bei Nummer 8 mittlerweile angelangt. Bei den Buchclub-Quests bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich meine, da wären wir auch so ungefähr bei 7 oder 8 angelangt. Mit anderen Worten, so viel haben wir nicht mehr vor uns, dann können wir eigentlich auch durchziehen. Bringt ja nichts zu warten, bis irgendwas Schlimmes passiert. Irgendwelche Zustellungen für mich? Habe ich. Aber denk dran, da draußen hast du es nicht nur mit Derek zu tun. Keine Sorge, Professor. Kuriere stellen seit tausenden von Jahren Sendungen unter widrigsten Bedingungen zu. Wie heißt das Sprichwort? Irgendwann wird jeder Pfad zu einem Weg. Ja, aber wäre ganz nett, wenn dieser Weg nicht voller Infizierter wäre. Vor allem nicht die, mit denen wir es aktuell zu tun haben. Es gibt Berichte von neuen und, ehrlich gesagt, erschreckenden Kreaturen. Ja, hab genug gesehen. Gott stehe uns bei. Darauf würde ich nun nicht zählen. Okay. Mal schauen, ob wir irgendwelche neuen Infizierten auf dem Weg sehen werden. Ich bezweifle es, aber mal schauen. Ich lasse mich ja gerne überraschen. So, wo genau jetzt? Können wir es wieder ein bisschen abkürzen? Ja, auf jeden Fall. Hallöchen. Direkt in der Nähe von dem Krähennest. Sehr gut. Äußerst praktisch. Na dann. Da. Da bin ich dann auch echt auf das Finale gespannt. Ich wette, mit Derek wird es dann ein Finale bei den Kurieren geben, bei Buchclub. Keine Ahnung. Vielleicht begegnen wir noch einmal diesen buchhassenden Banditen. Kann ich irgendwie noch mehr Wörter mit B da einbinden? Überlege ich gerade so ein kleines bisschen. Die Buchbanausen-Banditen. Klingt nicht so schön. Wow. So. Oh, okay, gut. Genau unter mir, alles klar. Oh, hey, du bist es. Hi. Alles cool? Ja, alles cool. Gut. Wo genau kann ich jetzt theoretisch hin? Oh. Na toll. Wo ist jetzt der Airbag gewesen? Da oben, oder? Die bücherbesiegenden Banditen? Die Buchbeben-Banditen? Na? Ist ein Arbeitstitel, aber könnte ich auch mitleben. Theoretisch. Was zur Hölle? Ah. Hallo. Lieferung. Post für Sie, der Herr. Danke. Wurde auch Zeit. War ziemlich ruhig hier in letzter Zeit. Oh, Liebling, das hätte ich doch machen können. Auf, Tanja. Behandle du mich nicht auch noch, als wäre ich nutzlos. So meinte ich das nicht. Ich dachte Vergiss nur... nicht, ich habe nur ein Bein verloren. Ich wurde nicht zu einem von diesen Dingern. Nein. Nein. Sag mal, von wem ist denn der Brief? Hauptquartier. Und ich kann dir sagen, was drinsteht, ohne ihn zu öffnen. Mehr. Die haben mich rausgeschmissen. Nicht mehr diensttauglich. Nein. Ach, Schatz. Ach, halt den Mund. Ich brauch dein Mitleid nicht. Ich brauch was zu tun, Scheiße, nochmal. Im Moment bin ich doch nichts als ein lahmer Gaul, der hier auf den Gnadenschuss wartet. Gib dem Ganzen noch Zeit. In deinem Zustand kannst du trotzdem noch ganz viel... Was habe ich gerade gesagt? Ich will dein beschissenes Mitleid nicht. Ich habe mein Bein verloren, aber ich krieg dich trotzdem noch. Ich habe immer noch zwei Hände, mit denen ich dich verkloppen kann. Also halt dein verdammtes Maul! Oh, wow.
weißt du was? Ich würde dir, weil du eindeutig wie eine ganz nette Person auf mich wirkst, trotzdem in die Fresse schlagen. Weil ich dich nach wie vor gleich behandeln würde. Einfach nur nach deinem Charakter entsprechend. Und dein Charakter schreit geradezu heraus, ich will eins in die Fresse. So. Oh Mann, was ein Drecksack. Seine Frau will nur helfen und der lässt die ganze Zeit sein angeknackstes Mitleid, sein angeknackstes Selbstvertrauen an ihr aus. Du Sau. Das ist gar nichts. Aha. Nightrunner am Arsch. Aha. Bandit am Arsch. So. Dreckskerl. Okay. Oh Mann, ey. In dem Moment, als er gesagt hat, behandel du mich nicht auch noch, als wäre ich nutzlos, da habe ich mir schon gedacht, okay, welches Gliedmaß hat er verloren? Da habe ich mir schon gedacht, entweder Arm oder Bein. Ja. Da hat man es direkt danach ja von ihm selbst gehört. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schön und gut, ich bedauere deinen Verlust, aber verdammte Axt, lass das nicht an deiner Frau aus, die nur versucht zu helfen. Ist ja nicht so, als ob sie es böse meint. Und das tut sie eindeutig nicht. Ach. Manche Leute, die wollen auch Stress haben, ne? Scheißegal, was du denen sagst. Egal, wie gut du es mit ihnen meinst, die wollen trotzdem Stress. Ne? Die wollen eins, die beten gerade darum, dass sie eins aufs Maul kriegen. Weil warum sollten sie sich sonst so scheiße verhalten, die ganze Zeit über? Egal, wie freundlich man zu denen ist, oder? Ist schon traurig manchmal, bin ich ganz ehrlich, ne? Solche Menschen, die würde ich auch gerne eines Besseren belehren, ohne direkt an Gewalt denken zu müssen. Aber wenn die das teilweise mit ihrem Verhalten schon geradezu verlangen, ne? Stimmt ja, den Skill haben wir auch noch. Ach nee, schwierig, schwierig. So. Ah, okay. Jetzt haben wir wenigstens die Tür gefunden. Ich dachte mir gerade eben schon, ich tanze hier die ganze Zeit drumrum. Hallo, Lieferung. Kuriergelder. Danke. Warten Sie noch einen Moment, ich bitte Sie. Ist da jemand an der Tür, Giselle? Nein, Mutter. Ich habe sie nur gerade abgeschlossen. Danke für den Brief. Er ist von meinem liebsten Kelt. Er lebt auf der anderen Seite der Stadt. Wir wollen unbedingt zusammen sein, aber meine Eltern verbieten es. Na, scheint ja gerade irgendwie Mode zu sein. Tja, keine Ahnung, was ich für euch tun kann. Als erstes können Sie einfach zuhören. Ich kann mit niemand anderem sprechen. Okay. Und Sie können diesen Brief zustellen. Wenn er es sich leisten könnte, seine Familie zu verlassen, könnten wir zusammen sein. Aber das kann er nicht. Also gehe ich zu ihm. Im Brief steht, wo wir uns treffen. Okay, ich bringe ihn zur Gilde zurück. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, liefere ich ihn selber aus oder bringe ich ihn zurück? Ja, okay, Aiden hat meine Frage beantwortet. Alter, was ein massiver Fernseher. Oh, und dieses Einschlagloch, Leute, da blutet mein Herz. So ein großer, schöner Fernseher. Oh. Da musste ich kurz drum trauern. So ein wunderschönes Ding. Okay. Sodele. Wobei, nee, einsparen kann ich damit nicht wirklich was. Da kann ich auch direkt hier durchziehen. So. Schön vorsichtig. Da kriegen wir wieder einen kleinen Boost. Schabems. Jawoll. Wow. Dankeschön. Das hat wenigstens noch geklappt. Die Kante zu erreichen. So. Und weiter geht's. Hello. Zack. Wunderbar. Okay. Fast. Irgendwie dachte ich jetzt, wir wären deutlich näher dran, als wir es tatsächlich sind. Hätte mich aber auch ehrlich gesagt gewundert. Wäre mir ein bisschen zu schnell gegangen.
Was mich zwar einerseits gefreut hätte, aber mich andererseits auch stutzig gemacht hätte. So nach dem Motto, hä, warum bin ich jetzt so schnell hierher gekommen? Momentchen mal. Habe ich dieses Ding hier schon? Nee, eindeutig nicht. Da unten? Hallöchen. Wandgemälde. Make love, not war. Ah, Klassiker. Schaue ich mir natürlich direkt an. So, so. Okay, da. Die Kraft einer Kugel, die vom AK-47 abgefeuert wird, beträgt 2000 Joule. Genug, um eine Ziegelmauer zu durchschlagen. Die Worte, ich liebe dich, können sich schneller und mit größerer Kraft durch dein Herz bohren. Oh, welch schöner Gedanke. Aber in Videospielen eine AK zu benutzen, ist halt einfach immer zu gut. I'm sorry, aber in Videospielen greife ich immer noch gerne zu AK. So, jetzt versuchen wir mal. Yes, endlich hat es mal geklappt mit dem Rutschen hier. Jawoll. Hep. So. Das müsste, oh nein, müsste aber passen, jawoll. Yes. Oh, ich liebe es, wenn wir so eine schöne Punktlandung hinlegen können mit dem Gleitschirm. Immer wieder herrlich. Hey, Hitzkopf. Wie lief's mit den Zustellungen? Nur das Übliche. Hab einen Brief bekommen. Ich sehe zu, dass er zugestellt wird. Danke, Professor. Mann, du fällst dir wirklich gerade die Leiter hoch. Noch ein paar Sprossen und du wirst schon wieder befördert. Nice. Ist direkt die nächste Mission verfügbar? Nummer 9? Nö. Hallo, mein Guter. So leid es mir tut, aber heute muss ich dich mit leeren Händen heimschicken. Ha. Und mittlerweile hat sich noch nicht einmal die nächste Bücherquest angekündigt. Zumindest habe ich davon jetzt nichts gehört. Ich schaue nochmal in mein Tagebuch. Nee. Ich habe jetzt weder eine Kurier- noch eine Bücherquest. Ha. Tja, Leute. Wisst ihr, was das heißt? Wenn ich bei den beiden Missionsreihen momentan nichts anderes zu tun habe und ich die Nebenmissionen hier alle sowieso erstmal pausieren möchte, dann wird es langsam Zeit, Leute. Es wird langsam Zeit. Wir kehren langsam aber sicher in dieses Gebiet hier zurück und fangen an, ordentlich aufzuräumen, Leute. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dieser GRE-Anomalie an. Wäre so das Erste, was ich mir gerne vornehmen wollen würde. Wobei die Nightrunner-Prüfungen wären zugegebenermaßen auch auf jeden Fall einen Besuch wert. So viel steht fest. Ne, wenn wir schon in das Gebiet zurückkehren, dann machen wir auch wirklich alles. Und soweit ich weiß, die Nightrunner-Prüfungen sind für die Platin auch immer noch vonnöten. Das heißt, ich kann theoretisch jetzt eigentlich die ganze Zeit hier weiter durchziehen und alles einsammeln auf dem Weg, was ich kriegen kann. Ich kümmere mich erstmal um Nebenaktivitäten, sprich die Parcours-Herausforderungen. Und die GR sind wir ja jetzt sowas von überqualifiziert. So viel steht fest. Okay, perfekt. Da ist die Markierung, okay. So Leute, wir sind jetzt nach langer, langer Zeit endlich wieder in dem allerersten Gebiet. Leider, leider werden wir hier wahrscheinlich nicht allzu viele Gelegenheiten haben, um uns mit dem Gleitschirm fortzubewegen, da die Gebäude hier ja nicht mal annähernd so hoch sind wie im zweiten Gebiet. Aber egal. Wir werden trotzdem alles, so gut es geht, bewältigen. Ne? Unser Spielzeug wird uns definitiv mit der Zeit ab und an helfen. Da bin ich mir sicher. So, diese Nightrunner-Prüfung haben wir bislang noch gar nicht gemacht. Let's go. So, zack. Jawohl. Und zack. Bis jetzt sieht das sehr gut aus. Und nur noch einer. Lauf, 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 lauf. Ha! Gerade so Gold nicht geschafft. Schade. Versuche ich es noch einmal, um Gold zu schaffen? Wenn es so knapp ist, ja. Ganz ehrlich, wenn es so knapp ist und die Mission so schnell zu bewältigen ist, dann ja. So. Ich denke, das sollte auf jeden Fall schon so ein paar Millisekunden eingespart
haben. Okay, das war auch eine deutlich bessere Landung. Und Alter, das gibt's nicht! Oh! Das war so echt so viel... Das gibt's doch nicht. Das glaube ich nicht. Oh, Moment. Vielleicht eine Kleinigkeit, die ich zugegebenermaßen nicht bedacht habe. Ich kann ein bisschen schneller sprinten. So, genau. Wow, wow. Vorsichtig. Hallo. Oh Gott, ey. Aiden, sprinte doch! Der wollte... Oh Gott, ey, Leute. Das ist ja viel beschissener jetzt. Aiden wollte jetzt ums Verrecken nicht sprinten. Ist doch kacke. Ja, guckt euch das mal an. Viel schlechter. Ah! Das gibt's doch nicht. Mit dem Greifhaken werde ich mich hier nicht großartig schneller fortbewegen können. So viel steht fest. So, lauf doch. Ey, wie Aiden einfach ums Verrecken nicht in diesen Sprintmodus verfallen möchte. Ich verstehe nicht, wieso. Aber jetzt, Alter, deutlich besser. Na also, geht doch. Dankeschön. Hätte mich auch ehrlich gesagt gewurmt, wenn ich das jetzt nicht noch geschafft hätte. Weil so knapp, da musste ich wenigstens auf Gold abzielen. Okay, hätten wir das erledigt. Jetzt als nächstes eine Aktivität, für die es Nacht sein muss. Und dieses Windrad hier, keine Ahnung... Vielleicht ist da noch ein Windrad, das ich noch nicht entdeckt habe. Oder ein Umspannwerk oder sonst irgendetwas. Genau, und da ist ja auch noch etwas. Mit Militärtechnologie auf jeden Fall. Vielleicht auch sogar noch mit etwas anderem. Das hier habe ich auf jeden Fall schon mal etwas übersehen, was ich noch machen könnte. Kümmere ich mich aber demnächst drum. Ich würde erst einmal sagen... Soll ich noch einmal per Schnellreise hierhin zurück? Ja, komm. Machen wir es so. Geht schneller. Anstatt dass ich mir jetzt hier irgendwo ein Bett suche, mit dem ich zur Nacht wechseln kann, ne? Geht das hier doch deutlich schneller. Hier komme ich quasi direkt bei einem Bett raus, oder? Moment, war das nicht da unten das Bett? Ja. Okay. Wie jetzt? Ausruhen ist hier nicht möglich. Es ist nicht. Ey, Spiel, verarsch mich nicht. Mach mit mir, was du willst, aber verarsch mich nicht. Hier unten nicht sicher, am Arsch. Ey, ohne Scheiß, ne? Das ist jetzt echt eine, das ist jetzt echt so ein großer Bullshit. So ein unfassbarer Quatsch. Das gibt's doch nicht. Ey, Leute. Das Spiel will mich echt verarschen, das gibt's ja nicht. So ein dummer Scheiß. Ist hier noch ein Bett? Nee, schade. Wäre auch zu schön gewesen, wenn hier noch eines wäre. Natürlich. Keine Ahnung, gibt es noch ein anderes Bett hier irgendwo in dem Hauptquartier? Zufälligerweise. Ich fürchte nicht. Ah, gut, muss ich mich halt nach einem Nightrunner-Versteck umgucken. Meine Güte, wirklich. Das Spiel hat auch echt gerade gar keinen Bock auf mich, oder? Da ist ein Nightrunner-Versteck. Okay. Hätte ich eigentlich auch direkt weiter in die Richtung laufen können, anstatt hierher zurückzukehren. Aber hätte ich ja nicht ahnen können, dass das Spiel auf einmal so eine Scheiße abzieht. Da ist es nicht sicher, ey. Verarschen kann ich mich alleine. Welcher unsichtbare Zombie oder Wandzombie hat mich da jetzt bitteschön bedroht? Meine Güte, wirklich. Das sind wahrscheinlich die Parcours-Herausforderungen von dem Bienen-Slash-Braumeister. An den kann ich mich immer noch sehr gut erinnern. Der Typ, der sowohl Honig anbaut, als auch Bier braut. Der Typ hat auf jeden Fall seine Profession gefunden. Okay. Was zur Hölle? Jetzt bin ich tatsächlich an dem eigentlichen... Nee, Quest-Ziel. Nee, nee. Daran orientiere ich mich doch jetzt nicht. da war jetzt wieder so ein kurzer, wo ich ganz blind jetzt wieder der Questmarkierung folgen wollte. Und außerdem, Alter, ist die Kamera gerade staubig.
Seht ihr, habt ihr das gerade gesehen? Wie unfassbar viel Staub auf der Kamera lag, also wirklich. Oh, hallo Gleitschirmmöglichkeit. Na also, geht ja doch hier. Sehr gut. Na immerhin. Ne? Wie gesagt, zwar keine Gebäude, die hoch genug sind, dass man allzu lange hier rumgleiten könnte, aber immerhin Auftriebsmöglichkeiten. Reicht doch erstmal. Okay, wir sind bald beim Nightrunner-Versteck angekommen. Das ist schon mal gut. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, ob wir hier in der Gegend überhaupt schon sämtliche Nebenaktivitäten wie Windräder oder GRE-Anomalien und sonstiges, ob wir das alles hier bereits in den Gegenden entdeckt haben. Oder ob es hier nicht eventuell sogar noch irgendwo irgendetwas gibt, wo wir noch hinlaufen können und wo wir etwas finden können. Das wär's doch. Ein Umspannwerk, ein Funkturm vor allen Dingen, den würde ich auch feiern. Da würde ich auf jeden Fall als nächstes hinwollen. Naja, wobei nicht direkt als nächstes, erstmal zu der GRE-Anomalie. Natürlich auch den Generator hier erstmal reparieren, eins nach dem anderen. Zack. Freigeschaltet, ein paar nette Parcours-Punkte als Belohnung. Hier das ganze Zeug nehme ich natürlich auch mit, weil ich es kann und es nützlich ist. So. Einmal erholen, bis es Nacht ist. Und dann machen wir diese GRE-Anomalie fertig, die wir schon so lange entdeckt haben. Und für die wir jetzt viel zu stark sind. Diesmal werden wir den Arsch von dieser Anomalie auf jeden Fall so verprügeln. So viel steht fest. Wow, was zur Hölle war das jetzt? Sind ein paar Zombies hier irgendwo ausgebrochen? Aus den Türen heraus? Oh je. Aber zum Glück kann ich dank des Wandlaufes hier in der Gegend auch noch einmal richtig schnell wieder hochkommen. Praktisch. Ja. Da. Okay, ich helfe dir. Hi, Bams. Gerettet. Bitteschön. Dass ich bitte nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Sehr gerne, dankeschön. Dass ich immer noch nicht diese 50 abgeschlossenen Überlebenden-Events freigeschaltet habe, also geschafft habe, um die Trophäe freizuschalten, wundert mich ehrlich gesagt immer noch. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Wundert mich extrem. Weil vom Gefühl her habe ich die schon längst überschritten. Aber trotzdem immer noch keine Trophäe. Naja. Ich wälze das immer noch auf meinen Gütze. Hallo, na, wo bist du? Wo ist es das? Wo ist es das Viech? Da! Hi! Okay, wir haben ihn schon zur Hälfte down. Sehr gut. Wir sind so überlevelt mit Drecksvieh. Du hast keine Chance. Wow. Natürlich. Schön abhauen. Drecksteil. Der erste Schwung ging daneben, aber egal. Ben, das war's. Schnell plündern, bevor die Leiche wieder verschwindet oder sonst irgendetwas macht. Irgendeinen Scheiß abzieht, der dafür sorgt, dass ich ihn nicht rufen kann. Wow, Alter. Ernsthaft? Übrigens könnte ich so langsam aber sicher mal einen Talisman herstellen, der meine Waffe reparieren kann. Wäre langsam aber sicher an der Zeit, glaube ich. So, waren das alle? Nee, einer ist noch übrig. Hi. So. Gut. Die werden alle weg vom Fenster. So, na endlich. Infizierten Trophäe. Doch. Ich glaube immer noch, die besten Orte, wo man infizierten Trophäen farmen könnte, wären bestimmt diese ganzen dunklen Zonen.
Wo sonst, ne? Ah, da hinten sind die Hemmstoffe. Alles klar. Ja, ich weiß Bescheid, Spiel. So. Okay. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Ein paar Spinde. Und auf jeden Fall zwei Hemmstoffe. Womit wir noch ein weiteres ganzes Stück näher an unserem Ziel sind. Zack. Zwei Stück. Yes. GRE-Anomalie ist damit theoretisch beendet. Wir müssen jetzt nur noch das Gebiet hier verlassen. Hallo, Wurfspeer. Den nutze ich natürlich bei der nächstbesten Gelegenheit. Okay, ich sollte mich auf jeden Fall zum nächstbesten Ort begeben. Okay. Wo UV-Licht ist, wollte ich eigentlich sagen. So. Und außerdem kann ich natürlich jedes Mal, wenn ich auf einem Dach stehe, theoretisch einen Zombie, der unter mir steht, mit einem Tod-von-oben-Angriff erledigen. Auf jeden Fall, oh je, ganz praktisch. Das war jetzt nicht so clever. Oh oh. Wow. Da bin ich tatsächlich jetzt auf einen Airbag draufgetreten, ohne es zu merken. Das war tatsächlich nicht geplant, Leute. Das kann ich an dieser Stelle garantieren. Mist, jetzt habe ich die Orientierung kurz verloren. Aber bei der Gelegenheit wollte ich ja sowieso genau das dort markieren. Dort. Wollte ich außerdem als nächstes hin. Alles klar. Oh je, einmal Immunität auf Putschmittel. Dankeschön, weil dorthin werde ich es definitiv nicht mehr schaffen. Naja, jetzt könnte ich bei der Gelegenheit theoretisch auch genauso gut bis zu dem markierten Ort hinlaufen. Denke ich mal, oder? Hätte ich nicht lieber die Jagd einmal abwimmeln sollen. Naja, ich werde es sehen, wenn ich dort bin. Ja, bitte, nein. Au, schnell weg. Oh Gott. Da habe ich jetzt gerade dem Tod ins Auge geblickt. Oh, eine U-Bahn. Oh, scheiße. Eine U-Bahn-Station ist aber ganz gut eigentlich. Da kann ich mich vor der Jagd in Sicherheit bringen. Und es ist eine weitere Nachtaktivität. Einen weiteren Hemmstoff bringen könnte. Ich gucke gerade noch so ein kleines bisschen nebenbei auf die Zeit. Ich muss dann halt nur leider wieder ein bisschen Aufputschmittel benutzen. Oh oh. Ich hätte jetzt gedacht, die Jagd wäre so langsam aber sicher vorbei, wenn ich mich hier rein gerettet habe. Na, eigentlich sollte die auch gleich vorbei sein. Ich gehe jetzt einfach mal von aus. Jawohl, Jagd ist vorbei. Sehr gut. Okay. Was ist, wenn ich jetzt... Moment. Oh. Ich wollte jetzt eigentlich da hoch. Geht gar nicht. Na gut. Schade. Keine Zombies da unten. Natürlich. Doch Zombies unten, aber... Oh Mann. Oh oh. Nein. So. Ernsthaft? Nicht mal das hätte jetzt geklappt. Möchte ich ehrlich gesagt dem Spiel gar nicht glauben. Einmal bitte durchsuchen. Danke. Steht da? Ja, da steht doch noch einer. Ich wollte gerade sagen. Hallo? Gerade eben konnte ich doch, oder nicht? Ernsthaft? Ach, Leute. Gerade eben konnte ich da doch runterspringen. Jetzt auf einmal geht's nicht mehr? Na, danke auch. Ist das Viech gerade ernsthaft da hochgestolpert? Boah.
Einfach nur wow. Eieiei. Ich habe das Gefühl, auf den Straßen ist es leichter, diese Kills von oben zu farmen. Hier in der U-Bahn-Station sollte ich mit so etwas nicht anfangen. Es sei denn, ich habe hier auch richtig gute Gelegenheiten dazu. Nein. Oh je, hi. So. Genau. Beide ge-one-hitted. Die Drecksviecher. Oh je. Erstmal muss ich sowieso den Generator erreichen. Der sollte hier theoretisch gleich kommen. Wenn man bedenkt, dass das eine U-Bahn-Station im ersten Gebiet ist, dann sollte das doch theoretisch nicht allzu lange dauern, oder? Oh, hi. Dich mache ich fertig. Weil ich es kann und ich überlevelt bin. Jawoll! Hammermäßig. Ohne dass mir zwischendurch die Ausdauer ausgegangen ist. Sehr gut. Oh, yes. Seltene infizierten Trophäe. Sehr schön. So wollte ich das. Okay. Ja. Ach so, da kann ich aber drunter durchkriechen. Immerhin. Gut, gut, gut. Wir kommen der Sache näher. Deutlich näher. Moment mal, was? 1,5 Kilometer? Ach so, die Hauptquest. Ach. Oder die Mission, die ich gerade eben markiert hatte. Meine Güte. Das Spiel hat mich jetzt schon so ein bisschen erschreckt, um ehrlich zu sein. Sehr gut. Wir kriegen nochmal ordentlich Aufputschmittel für Immunität geschenkt. Das ist ja großzügig vom Spiel. Kann ich bei der Gelegenheit dann ja direkt wieder eins davon reinpfeifen. Oh, wow. Schleichangriff. Nicht wirklich. Aber egal. Oh. Oh, wo ist er hin? Da. Ich dachte schon, ich hätte ihn jetzt aus der Existenz geprügelt. Und er wäre einfach weg. Gar nichts mehr zum Looten übrig. Das wäre krass gewesen. Aber auch ein bisschen witzig. Muss ich zugeben. So. Ah, mittlere Dietrich-Tür. Mist. Scheiße, ich glaube, ich habe die falsche Seite. Ja. Mist. Ah, natürlich. War ja klar, dass die Viecher mich einholen. Zum einen habe ich die 50-50-Chance verkackt, dass ich von Anfang an die richtige Stelle erwische. Naja. Und der ganze Rest lief auch nicht unbedingt so gut. So, bevor die den Weg zu mir herumfinden, mache ich die lieber gleich alle direkt platt. Besser ist es. Hallo? Einmal durchsuchen. Danke. Ach Gott, ey. Manchmal ist das Looten so komisch. Dann drücke ich die Viereck-Taste, aber aus irgendeinem Grund hört Aiden trotzdem auf mittendrin mit dem Looten. Und ja. Da muss ich erstmal wieder von der Leiche weg und dann wieder hin, um sie looten zu können. Ganz, ganz komisch. Ah, Gegner one-hitten zu können, ist so schön. Es fühlt sich so gut an, wieder hier zu sein. Ich sag's euch. Einfach nur herrlich. Okay, doch da? Ja, eindeutig. Alles klar. Moment, hätte ich nicht hier UV-Licht freigeschaltet, wenn ich den Generator angeschmissen hätte? Ich glaube, das letzte Aufputschmittel hätte ich mir sparen können, oder? Na, vielleicht auch nicht. Aber normalerweise komme ich doch dann immer so bei dem Mittelpunkt der U-Bahn-Station an eine Stelle, wo auf jeden Fall genug... Wow. Oh, knapp. Wo eigentlich UV-Licht verfügbar ist, oder? Ja, hier. Da. Ich sehe doch UV-Licht. Da. Ach so, ich muss es erst einschalten. Natürlich. Okay. Und zack. So, sehr schön. Okay. Oh, pardon, kurze Unterbrechung. Okay, das Video hat zwar mittlerweile eh schon Überlänge, aber ich ziehe die U-Bahn-Station hier auf jeden Fall noch durch, würde ich sagen. Ja. Weil allzu viel sollte eigentlich jetzt nicht mehr zu tun sein. Jetzt müssen wir nur noch die letzten paar Generatoren hier einschalten. Das sollte an sich kein allzu großes Problem sein. Vor allen Dingen dank unserer ganzen Parcours-Fähigkeiten, die wir mittlerweile haben.
sollte das ziemlich schnell gehen und dann ist die U-Bahn-Station auch erledigt. Passt. Ne? Okay. Ha, ich bin übrigens so froh, wenn wir endlich unsere Hemmstoffe benutzen können, so wie es eigentlich vom Spiel vorgesehen war. Aber ja, trophäenmäßig mussten wir uns ja sozusagen beherrschen. Oh Mann. Das war jetzt nicht so glücklich. Wenn ich da zwei länger gedrückt gehalten hätte, dann hätte ich diesen Sprung auf jeden Fall hingekriegt. Ah, da unten. Okay. So. Und dann fehlen eigentlich nur noch, genau, zwei weitere. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich fürchte, ich werde das nicht großartig hinkriegen, ohne durch die Suppe laufen zu müssen. Von daher... Was zur Hölle? Scheiße. Ah, nein. Mist. Soll ich hier vielleicht lang? Nee. Hätte mich auch gewundert. Na toll. Ah, komm schon. Wenigstens da raus. So. Es wird hier doch irgendwo eine Möglichkeit geben, mich festzuhalten. Nicht? Aber da oben, das muss doch gehen. Ich bitte dich, Spiel. Na, aber wenigstens konnte ich jetzt hier über den Zaun springen. Besser als nichts, schätze ich. So. Oh. Jetzt muss ich eigentlich hier rum. Und zack. Muss ich jetzt irgendwie hinter das Gitter hier? Oh Mist. Gibt es ein Schloss zufällig, das ich aufbrechen kann, knacken kann? Ja. Zwar auch schwer, aber egal. Ich habe genug Aufputschmittel, mache ich es denen eben auf diese Art und Weise. Gibt bestimmt auch einen einfacheren Weg so drumherum, aber sei es drum. Jetzt muss ich mit den Dietrichen so ein bisschen aufpassen. Ich habe nur noch zwei und die Zeit, noch welche hier unten herzustellen, na, würde mich nur Immunität kosten. Sehr wertvolle Immunität. So. Jetzt nur noch ein einziger Generator. Schaffe ich das noch? Bevor ich Aufputschmittel wieder einnehmen muss? Das müsste gehen. Theoretisch. Jawohl. Passt, Leute. Hammermäßig. Haha. Sehr gut. Okay. Oh, stimmt. Jetzt müssen wir den Strom an sich auch wieder einschalten. Oh, Dreck. Ich dachte, ich bin jetzt instant fertig. Na gut, muss ich doch noch ein Aufputschmittel benutzen. Aber genau dafür habe ich das ja. So, genau. Einmal hier durch. Und, oh. Hier rein. Perfekt. Und einmal einschalten. Geht doch. Jetzt aber. Brauchst nicht mehr rumzuhusten, Aiden. Alles jetzt erledigt, oder? Oh, ich muss. Stimmt ja, ich muss jetzt auch noch mit dem Aufzug hochfahren. Ups, da war ja noch was. Aber das kriegen wir in unter einer Minute safe hin. Ne? Ist ja nicht so, als ob wir jetzt weiß Gott wohin fahren müssten. Ist ja nicht der VNC-Turm hier. Das passt schon, sind nicht so viele... Oh. Da wurde gerade im Vorbeifahren noch unsere Immunität leicht wiederhergestellt. Wenigstens ein kleines bisschen. Aber das hätte auch, glaube ich, so ausgereicht. Passt schon. Okay. Perfekt. Erledigt. Abgehakt. Eine weitere U-Bahn-Station freigeschaltet. Bams. Wunderbar. Und, wow, jetzt gerade hat das Spiel ein kleines bisschen geleckt. Und ich höre schon, hallo, Hemmstoff. Einer, leider, finde ich schade, dass man bei den U-Bahn-Stationen immer nur einen Hemmstoff bekommt. Aber gut, was soll ich machen? Wie viele habe ich jetzt eigentlich? Bei 81 sollte es eigentlich möglich sein, jetzt endlich... Yes, Leute, wir haben's! Hammermäßig! Haha! Sehr gut, wir haben die 81, die ich verdienen wollte, endlich erreicht. Das Sparen hat ein Ende, Leute. Hammermäßig. Alles klar, aber ich würde das jetzt noch nicht in diesem Part machen,
mit den Trophäen, sondern erst im nächsten Part. Ne, und dann werden wir das schön genießen, diesen Moment, auf den wir jetzt so lange hingearbeitet haben. Meine Güte, Leute, wirklich, das hat unfassbar lang gedauert. Aber was lange währt, währt endlich gut, wie man so schön sagt. Und jetzt können wir unsere wohlverdiente Belohnung endlich abholen. Genau, und hier das Dingen... Ach, ich kann es doch direkt modifizieren, oder nicht, mit dem Talisman? Kann ich doch direkt herstellen, oder? Hier, korrekt, anwenden. Zack, fertig. Ne, aus die Maus. Davon abgesehen kann ich das Dingen ja auch ein kleines bisschen aufmotzen. Hätte ich vielleicht auch von Anfang an tun sollen. Hier kann ich Funke und hier kann ich Flamme nehmen. Ich kann bei beiden, okay. Umso besser. Dann nehme ich hier Flamme. Bams. Und hier, Blitz. Schabems. Weil ich es kann. Und ich die Waffe jetzt sowieso so oft reparieren kann, wie ich will. Ich könnte den Schaden noch ein kleines bisschen erhöhen. Oder Haltbarkeitskosten pro Treffer minus 10%. Das wäre auch nicht schlecht. Nehmen wir das doch. Zack. Fertig. Okay. Ha, herrlich. So. Das heißt, jetzt können wir das Ding wieder ausrüsten. Und jetzt ist es sogar noch durchschlagskräftiger als vorher schon. Alles klar. Sehr gut. Damit haben wir jetzt eine Spitzenwaffe. Und wir haben genug Hemmstoffe, um endlich die Trophäen freizuschalten, Leute. Ha. Endlich, endlich, endlich. Und danach würde ich auf jeden Fall noch einmal hierhin zurückkehren, um bis nach ganz oben zu klettern. Und spätestens danach widmen wir uns endlich mal den lange verschollenen sammelbaren Gegenständen, die wir hier in der Stadt liegen gelassen haben. Dann wird das auch endlich mal abgehakt, Leute. Es ist endlich soweit. Alles klar, dann würde ich an dieser Stelle für heute erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!